Was geht ab, YouTube? Ihr seid wieder bei Lift You Up. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ein Video, das relativ kurz werden sollte, weshalb erkläre ich euch gleich. Auf jeden Fall geht es um Tag 2 der zweiten Woche. In der Bamble Prep entstanden Deadlifts und Bankdrücken auf dem Plan. Der Witz an dieser Einheit war, dass ich ja die Session zuvor, die Deadlift Session zuvor, 207,5, 5x1 auf dem Plan hatte. Aber wie ihr wisst, ist es nicht zu den 207,5 gekommen, sondern es wurden 197,5. Nun standen für diese Einheit 5x2 ebenfalls mit 207,5 an. Also habe ich mir die Frage gestellt, okay, die 197,5 liefen zwar gut, aber solltest du jetzt nicht vielleicht dann doch lieber auch 5x2 mal 197,5 machen, also 10 Kilo weniger als angedacht. Naja, mein Ego hat natürlich gesagt, was ist los mit dir? Also habe ich gesagt, okay, ich versuche 5x2 mit 207,5. Eigentlich immer noch ein vom Gewicht her sehr machbar klingendes Gewicht. Wie ich es bereits erklärt habe, ich lerne immer über den harten Weg. Das Ganze hat nämlich so sehr nicht funktioniert, dass ich die Einheit abgebrochen habe. Beziehungsweise, ich habe sie erst abgebrochen, dann habe ich 20 Minuten rumgeheult, stand die ganze Zeit da so, goddamn, woran liegt's, shit, oh no! Nein, ohne Witz, ich habe mich lange gefragt, okay, fuck, woran liegt's denn jetzt wieder? Ich muss dazu sagen, einen Tag vorher habe ich 6x3 mal 187,5 gebeugt, was ihr auch im Video gesehen habt. Das heißt, mein unterer Rücken war doch etwas sore, weil die jetzt nicht so easy waren. Und in der ersten Woche hatte ich noch einen Tag Pause zwischen Tag 1 und Tag 2. Das war diesmal nicht der Fall. Das heißt, ich kam auch sore in die Einheit. Aber es wirkte eigentlich erst machbar. Das Problem, ich habe mittlerweile jetzt einfach für mich festgestellt, wenn ich sore bin, kann ich nicht schwer deadliften. Es funktioniert einfach nicht. Ich muss frisch sein. Und es liegt auch nicht an der Technik, nicht großartig. Selbst die Anpassungen, die ich da vorgenommen habe, waren nicht das Problem. Und ich weiß auch, wie man deadliftet. Ich weiß gar nicht, warum ich mich so lange damit aufgehalten habe. Man muss einfach verstehen, dass Deadlifts keine Müdigkeit verzeihen. Es sei denn, man ist halt wirklich prädestiniert auf diese Art Lift und kann das einfach gut ab. Ich gehöre nicht dazu. Wie ich es auch schon oft erklärt habe, ich habe, glaube ich, die behindertste Körperkomposition, die man zum Deadliften haben kann. Ich bin relativ groß, ich habe einen langen Torso und ich habe dabei kurze Arme. Das bedeutet, wenn ich einen langen Torso habe, wäre es eigentlich gut, wenn ich dabei aufrecht wäre, so Pete Rubisch mäßig. Langer Torso, kurze Beine, lange Arme. Da ich aber kürzer Arme habe, T-Rex, ist mein Oberkörper vorgelehnt. Wenn mein Oberkörper vorgelehnt ist, bedeutet das, dadurch, dass ich einen langen Torso habe, sind meine Schultern relativ weit vor der Stange. Oder ich korrigiere das Ganze wieder und dann ist meine Hüfte wiederum etwas weiter abgesenkt. Und es ist sehr schwierig, diesen optimalen Middle Ground zu finden, indem ich wirklich das Beste von beiden Welten mitnehme, wenn es um Hebelverhältnisse geht. Aber trotzdem, ich habe das Ganze einfach zu sehr durchdacht. Ich muss einfach über den Mittelfuß starten und den Rest dann dementsprechend anpassen. Aber das Wichtigste ist, ich muss frisch sein. Deswegen ab jetzt auf jeden Fall einen Tag Pause zwischen Tag 1 und Tag 2. Und ganz wichtig, ich habe es mir vorausgenommen, gegebenenfalls einfach alle Gewichte wirklich um 10 Kilo zu reduzieren. Und einfach da weiterzumachen, wo ich aufgehört habe mit den 197,5. Sprich, in dieser Session wären 207,5 dran gewesen und es wäre klug gewesen, wahrscheinlich einfach die 197,5 zu machen. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe die 207,5 mal 2 probiert und ich spreche hier vom ersten Satz, denn es ist nur bei einem Satz geblieben. Ich hatte Form Breakdown und da ich mich daran erinnert habe, wie das beim letzten Mal lief, und dann im zweiten Satz gemerkt habe, dass das Gewicht kaum vom Boden hochgeht, habe ich es dabei belassen. Wie ich es gerade eben schon sagte, dann habe ich erstmal eine Weile lang rumgeheult, mich gefragt, woran es lag. Und dann habe ich einfach nochmal angefangen, mich kurz hochzuarbeiten,
und einfach habe dann anschließend noch ein paar Singles mit 180 Kilo gemacht, einfach um den motorischen Aspekt nochmal durchzubekommen. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich euch gar keine Footage zeige. Ich hatte meine SD-Karte vergessen, da ich am Abend zuvor noch für das Voice-Over vom vorherigen Video mit der anderen Cam was aufgenommen hatte und wie Gott es wollte, warum bestrafst du mich, war die Karte noch in der anderen Cam. Newton. Naja, auf jeden Fall habe ich dann einfach, damit ihr überhaupt ein wenig was sehen könnt, noch ein paar Sätze des Bankdrückens mit meinem Hurensohn-Handy aufgenommen. Hurensohn, weil das Ding einfach die Angewohnheit hat, zwischendurch so während der Aufnahme anzuhalten. Zum Glück habe ich jetzt ein neues. Da können wir ruhig mal gerne reinschauen, das heißt, ihr seht doch ein wenig Footage. Aber da gibt es eigentlich gar nicht groß viel zu sagen. Das waren 135 Kilo, 5x2. Ging gut durch, ich bin im Moment sehr zufrieden mit der Technik beim Bankdrücken. Macht mich wirklich sehr happy, im Gegensatz zum Deadlift, diesem Hund. Wäre Deadlift ein Hund, ich würde ihn an der Straße aufsetzen. So kann es auf jeden Fall weitergehen beim Bankdrücken und da bin ich auch guter Dinge. Ja, das war's eigentlich schon. Ich habe nur noch einen Gedanken hinzuzufügen. Ich wäre gerne Clarence Kennedy. Nein, Spaß, ich bin gerne über 1,90. Ich finde, dass jeder, der unter 1,80 ist, sich ernsthaft die Frage stellen sollte, ob es sich lohnt, weiterzuleben. Okay, das schneide ich raus. Das war auch schon das Video. Nicht viel passiert. Wir sehen uns im nächsten. Abonnieren. Oh, dieser Peak. Oh. Gar nichts. Und mutieren. Peace.